eng zusammenstehen vor dem letzten entscheidenden Spiel. Für die FC Bayern Frauen geht es gegen Eintracht Frankfurt und um die deutsche Meisterschaft. 2 Punkte Vorsprung vor Verfolger Wolfsburg und ein deutlich besseres Torverhältnis stehen den Münchnerinnen zu Buche. Mit einem Sieg oder Unentschieden wären die Bayern also sicher. Ich will natürlich dieses Spiel 90 Minuten mit der Mannschaft so gut wie möglich es geht, eben auch bestreiten, gewinnen und dann kann ich danach sagen, alles richtig gemacht. Wir haben es hier im eigenen Stadion selber in der Hand, mit einem Punktgewinn bzw. mit einem Sieg die Saison zu krönen. Und deswegen bin ich relativ entspannt und relativ locker, weil ich glaube, wenn man deutscher Meister werden will, dann eben, wie gesagt, dann muss man jedes Spiel gewinnen. Für Simone Lauder wird es das letzte Spiel ihrer Karriere. Die Welt- und Europameisterin und Olympiasiegerin will ihre fußballerische Laufbahn jetzt noch krönen. Eine Meisterschaft ist ja eine Geburt von fast 10 Monaten. Ich bin halt immer Zweiter geworden, ist halt so, mit Duisburg und mit Frankfurt. Deswegen wäre das ein sehr, sehr schöner Abschluss natürlich. Und ich denke auch, es wird sich gleich nach der Weltmeisterschaft zu 7 hinten anreihen. Spielerin-Trainer-Beziehung war das schon sehr geprägt von intensivem Vertrauen. Und das wird mir persönlich natürlich fehlen. Der Austausch, ihre Expertise dann auch eben als Spielerin. Aber natürlich auch innerhalb der Mannschaft ist sie wahnsinnig anerkannt. Am Sonntag um 14 Uhr ist Anpfiff im FC Bayern Campus. Dann wollen die Münchnerinnen mit den wenigen zugelassenen Zuschauerinnen und Zuschauern hoffentlich die 4. deutsche Meisterschaft ihrer Geschichte feiern.